Mein Name ist Valentine Mukaila. Ich komme aus Nigeria. Seit 2016 bin ich in Deutschland. Ich bin Tabea Kriesten vom Caritasverband für Stadt und Landkreis Osnabrück und arbeite im Bereich Flüchtlingssozialarbeit. Da habe ich einen Asylantrag gemacht mit Hilfe vom Caritasverband hier in Osnabrück. Da sind wir immer darauf angewiesen, dass man in guter Kooperation mit den jeweiligen Klienten auch zusammenarbeitet. Gibt es irgendwas Neues zu berichten bei dir? Wir haben hier in der Flüchtlingssozialarbeit auch viele verschiedene Mitarbeiter in unterschiedlichen Bereichen. Und Valentin ist ein gutes Beispiel, das einfach zeigt, dass wir von Anfang an dabei sind. Ohne Medikaritas wurde ich komme nicht so weit. Ohne Medikaritas schaffe ich nichts, die Ausbildung. Seitdem er in Deutschland ist, ist er hier bei der Caritas in der Beratung. Am Anfang ging es bei ihm darum, wie er durchs Asylverfahren kommt. Das war dann negativ. Dann hat er sich eine Ausbildung gesucht, worüber wir seinen Aufenthalt erstmal in Deutschland verfestigen konnten. Wir haben in der Ausbildungszeit auch als Caritas auch gehilft mit Unterstützung als Nachhilfe. Waren während der Ausbildung aber schon klar, dass wenn er sich keinen Pass besorgt, er keinen Aufenthalt kriegt in Deutschland. Und dann standen wir Ende 2020 bei dem Drama, dass die Ausländerbehörde ihm die Arbeitserlaubnis entzogen hat und er mitten kurz vor der Prüfung die Ausbildung nicht fortsetzen konnte und haben das gemeinsam bewerkstelligt. Und 2021, Juni, wurde ich die Ausbildung abgeschlossen als Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Zusammen haben wir das geschafft, alleine wäre das nicht möglich gewesen.